in das Amt als Bundesverkehrsminister kam, da war in den ersten Tagen für mich als Ludwigsburger eine Frage offenkundig an meine tüchtigen Mitarbeiter. Wie lange soll es eigentlich noch dauern, bis die Staus nach Engelberg endlich eines Tages überwunden werden? Und als ich dann von den Mitarbeitern hörte, dass es sich um eine Baustelle von über 600 Millionen Investitionen handelte und dass wir nicht in der Lage wären, dieses Geld aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen in den nächsten Jahren, sondern vielleicht noch einmal 20 Jahre warten müssten, da gab uns diese Analyse den Hintergrund abzusagen, dann müssen wir einfach neue Finanzierungsformen suchen. Dann müssen wir Privatinvestoren einschalten. Und meine Damen und Herren, wir haben hier mit dem Engelberg-Tunnel und 11 anderen großen Straßenbauprojekten in Deutschland und einem großen Schienenprojekt alles zusammen mit einem Gesamtwert von 8 Milliarden D-Mark die ersten großen Privatfinanzierungsprojekte in Deutschland angestoßen. Und am Engelberg sehen wir, es ist eben erläutert worden, dass dieses Sinn macht, ursprünglich geschätzte Bauzeit, hätten wir aus öffentlichen Geldern bauen müssen, 8 Jahre. Jetzt Bauzeit 5 Jahre. Mit Privatinvestoren ein neuer Schwung im Baugeschehen in Deutschland. Und wenn ich hier den chinesischen Vizeminister für Verkehr herzlich begrüßen darf, dann rufe ich Ihnen, lieber Herr Vizeminister, auch zu, wir haben in Deutschland nicht nur gute Bauleistungen im Straßen- und Schienenbau. Im Schienenbau durfte ich mit Ihrem Staatspräsidenten von Ludwigsburg nach Bonn in ICE fahren und in die Qualitäten des ICE zeigen. Wir haben nicht nur gute Konstrukteure und Techniker, wir haben inzwischen auch moderne Finanzierungsformen und wir sind gerne bereit, mit Ihnen in China gemeinsam große Straßen- und Schienenprojekte zu verwirklichen. Ich glaube, Sie sehen hier, was die europäischen Baufachleute können. Herzlich willkommen hier am Engelberg. Und meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die Tunnelpartner da sind heute, hier Frau Henke, bald an der anderen Röhre Frau Börner. Denn ich darf sagen, ich freue mich, liebe Frau Henke, dass Sie sich wirklich auch persönlich kümmern um das Projekt und um die tüchtigen Mitarbeiter, die in dieser kurzen Zeit eine so hervorragende Leistung hingelegt haben, 300 Millionen D-Mark verbaut haben, im Zeitplan geblieben sind, trotz der Widrigkeiten des Engelberges. Und wir haben die gute Zuversicht, dass das Projekt Ende 1999 pünktlich fertig ist. Und dann hoffe ich nur eines, meine Damen und Herren, dass wir dann endlich darauf verzichten müssen, täglich im Radio von den Staumeldungen am Engelberg zu hören. Und dass dann der Verkehr flüssig fließen kann, hier und anderswo in Baden-Württemberg. November 1995, vor circa 19 Monaten, das erste Mal als Patin vor Ihnen stand, konnte ich die Herausforderung für alle Beteiligten kaum abschätzen. Viel beeindruckender aber als der Einsatz riesiger Geräte und Material ist die Leistung der Männer, die hier hart und erfolgreich gegen die Naturgewalten des Berges ankämpfen. Ich habe gesehen und erlebt, wie viel Einsatz jeden Tag 24 Stunden lang nötig sind, um Licht am Ende des Tunnels zu erlangen. Dieser Tunnelbau hat mich bei jedem meiner zahlreichen Besuche fasziniert und ich hoffe, als Patin einen hilfreichen Beitrag zu leisten. Persönliche Kontakte wurden geknüpft und so manch hier erlebte Begebenheit wird noch lange als Anekdote weiterleben. Da wäre unter anderem der unvergessliche 1000-Meter-Schuss im letzten September zu nennen, sowie zwei großartige Barbareifeiern. Letztere fand hier im liebevoll geschmückten Tunnel statt. Also, Herr Gnaser, Herr Dillinger, Herr Hirn,
ihre Kolonnen sind mir ans Herz gewachsen. Daher wünsche ich allen weiterhin gutes Gelingen und auf ihrem doch recht vollen, gefahrvollen Lebensweg Gottes Segen und Glück auf. Ich denke, dass es nach dem erfolgten Durchschlag für uns alle Grund genug zum Feiern geben wird. Thank you.